Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog, der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Würde ich so jetzt nicht sagen, ja? Wer sagt, dass ich nicht auf Elysium sein kann und Deponia retten kann, ja? Du wirst es sicher nicht machen. Bei mir ist immer eine Chance vorhanden. Du Jockel. Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Yes. Der Held läuft auf die Startbahn, klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Cole. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Cole gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier. Auch das noch? Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Rufus, alle mal aufgepasst. Es ist Rufus. Hurra. Janosch, ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass uns schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Cole! Eh schon wieder. Cole, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht, nach Hause zu kommen, auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawallgoal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja. Ich hab da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir.
Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nicht. Argus Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen. Aber ist egal, lass die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Und überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Russa, wie wär's mit Heimat? Deponia! Was ein Schrott! Das Ende von Teil 2. Nicht! Also es ist nicht das Ende, aber das Ende von Teil 2 ist es trotzdem. Wunderschön, Chaos auf Deponia. Ich wollte die ganze Zeit noch ein Gag loswerden und die haben mich einfach nicht gelassen. Es war so zum Kotzen. Ja. Weil da wurde irgendwann mal gesagt, ja, eine links, die andere rechts. Und da wurde so ein alte, was bei mir getriggert. Und zwar das ganz alte, eine CD, die ich vor Ewigkeiten mal gehört. Eine Comedy-CD. Und da war unter anderem, wer war da drauf? Wer hat diesen Sketch vorgespielt? Ingo Appelt war das, glaube ich. Und er hat dann so einen Witz erzählt, wo er dann sagt, stehen zwei Frauen in der Küche, die eine links, die andere rechts. Und andersrum, völlig egal. Und er ist die ganze Zeit durchgezogen. Es wird, hätte ich sowas gesagt wie, Klites, du Bastard, ich hau dir auf die Fresse. Oder andersrum, völlig egal. Es ist so dämlich, ey. Na gut. Ja, Teil 2, Ende. Ist ja ekelhaft. Und dann nimmst du das Ding auch noch in den Mund. Sag ich, warum denn? Ja, warum denn? Gut, Erik Kronkrange. Ja, warum denn? Sputz mir lieber die Zähne. Als gleich die ganze Küche. Oder andersrum. Völlig egal. Ah, scheiß drauf. Das ist so durch einfach. Ja, Teil 2, Ende. Und Teil 3, ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock, das ganze Ding jetzt zu beenden. Das ist ja die Story. Ich ist mega verwirrend. Ich habe schon keine Ahnung mehr. Nee, aber es war schön. Hat sich nett gespielt. Fand ich sogar glatt ein bisschen besser als Teil 1. Tamo Clever bei Tinrichs. Für eine gewisse, so gewickelte Mimimi-Nerd-Gefasel. Ne? Kennt sich aus. Marco the Ranger Rangers, schön. Simons Mom. Toni. Kiers, Kiers of Auto Recycling Norderstedt. Der Typ am Nachtschalter von Pokis Tankstelle. Alle Tiere, die an der Position dieses actionlastigen Adventures beteiligt waren, gehören zu einer Elite von speziell ausgebildeten Stunt-Tieren, die mit besonderen an Schmerzstiften ausgezeichnet wurden. Bitte versucht nicht, die Szenen zu Hause mit euren Tieren nachzuspielen. Hä, schnell genug, okay. Schrottplatz-Gang, Junge. Verrückte Mongo. Wunderschön, das war also Teil 2 von Deponia. Chaos auf Deponia. Sehr komisch gesungen. Extras, können wir noch irgendwas? Gibt's was? Können wir eigentlich? Puzzle. Wir haben 0 Puzzleteile, okay? Wenn wir Puzzleteile finden können? Ja, das ist jetzt blöd.
Okay, da hab ich im Moment nicht aufgepasst. Die ganzen Videos, schön. Developer's Diary. Einfach mal angucken. We know everything about junk. Wir wissen alles über Müll. Die Schrottplatz-Gang, wunderschön. Schön die Fluppe im Mund, jawohl. Wolfman. The Rush. The Barbarian. Waka waka. Tomcat. The Mexican. Ja, schön, noch ein kleines Abschlussvideo. Special thanks to Keys of Car Recycling. Das waren also die, okay. Ah, schön. Jetzt habe ich gar nicht so gesagt, wie ich das Spiel so fand, ne? Was? Habe ich einfach nicht gesagt. Die Credits waren aber auch ziemlich kurz, muss ich ehrlich zugeben. Ich konnte versuchen, Puzzleteile jetzt zu finden, aber da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und. Ja, Spiel. Story natürlich schön an Teil 1 angeknüpft. Hier und da vielleicht ein bisschen verwirrend, also man musste wirklich gut aufpassen, um mitzukommen. Rätsel waren in Ordnung, waren lösbar. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach so viel Glück hatte hier. Das kann auch sein, keine Ahnung. Aber generell, es war wirklich ganz nett. Also, dann konntest du mitarbeiten. Rätsel, Story, Gameplay, war alles gut dabei. Charakterentwicklung, ja, diese Idee auch hinter der Story, dieses Charaktersplitting und alles, was danach kommt. Es war, ja, doch, es hat Spaß gemacht. Spaß gemacht zu spielen, auf jeden Fall. Oh, und dann. Ich kann es nicht lassen, zur Musik zu singen, das ist schlimm. Musik auch, ganz ehrlich. Sehr geil. Super geil. Super geile, sehr laute Musik. Sehr geil. Super geil. So, danke. Sehr geile Musik. Ja, das passt eigentlich gut zusammen. Also, Teil 3 kann eigentlich nur geil werden.
Ich freue mich drauf, ich habe ihn hier im Regal liegen und ich nehme auch direkt in 3 Wochen auf. So. Nee, vielen Dank fürs dabei sein, dass die Musik ausgeht. Das ist natürlich, weißt du, schöner Übergang. So, Musik geht aus, jetzt kann ich raushauen. Es endet also mit Folge 35. Das hat mich sehr gefreut. Schönes Spiel. Und wir sehen uns hoffentlich dann wieder bei... Moment. Da oben liegt's. Bei Goodbye Deponia. T.Loni der Name. Stabil.